Mit dem Erlass des Bundesbedarfsplangesetzes stehen die Anfangs- und Endpunkte der künftigen Hochspannungsleitungen fest. In den Verfahren zur Bundesfachplanung sollen nun die Trassenkorridore festgelegt werden. Ja, ich habe mich auch bis vor kurzem gefragt, ob das wichtig ist. Aber das sollte uns alle interessieren. Ich zeig dir mal warum. Hier, auf der Karte. Zuerst werden Trassenkorridore, also bis zu 1000 Meter breite Streifen, festgelegt, in denen später einmal die Leitung verlaufen soll. Dabei geht es aber noch nicht um konkrete Leitungen. Es sollen zunächst die bestmöglichen Korridore und Alternativen ermittelt werden, sodass die späteren Leitungen nicht zu nah an Siedlungen, Naturschutzgebieten und Wäldern vorbeiführen. Gleichzeitig darf es ja auch nicht zu teuer werden. Wo es möglich ist, sollen die Leitungen parallel zu bereits bestehenden Infrastrukturen, wie zum Beispiel dem Autobahn- oder Schienennetz, verlaufen. Du wirst dich fragen, ob man da überhaupt noch mitreden kann. Und ja, das kann man. Okay, du vielleicht nicht. Aber entlang der geplanten Trassenkorridore können sich Menschen durch Veranstaltungen informieren und ihre Meinung einbringen. Behörden, Verbände und Bürger setzen sich mit den Übertragungsnetzbetreibern und der Bundesnetzagentur bei einer Antragskonferenz zusammen. Alle Unterlagen werden vorher im Internet veröffentlicht. Jeder Bürger kann sich auch später noch äußern. Dabei werden auch die Auswirkungen des Netzausbaus auf die Umwelt unter die Lupe genommen. Im Rahmen der Verfahren zur Bundesfachplanung prüft die Bundesnetzagentur als neutrale Behörde den möglichen Verlauf der Trassenkorridore. Dabei diskutiert sie mit allen Beteiligten deren Bedenken bei einem sogenannten Erörterungstermin, sodass nichts Wichtiges vergessen wird. Die Bundesnetzagentur entscheidet, welcher Trassenkorridor genehmigt wird und macht die Entscheidung öffentlich bekannt. Der genaue Verlauf der Leitung wird erst im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren entschieden. Klar, bei so einer Entscheidung kann man es leider nicht jedem recht machen, aber es wird auf jeden Fall versucht, den besten Weg für uns alle zu finden.